Hilfe. Ja, ja. Auf jeden Fall. Kooperation für den Frieden, einer der Sprecher. Und wir werden euch heute durch das Programm führen. Und neben mir, das ist Lea Frings, eine der Sprecherinnen der Montagsmahnwachen und sicher eine der, die von Anfang an daran beteiligt war, dass wir heute alle hier zusammen sind. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Blick von hier oben ist schon wirklich schön. Und ich bin sicher, der wird noch schöner werden, wenn der Tag sich noch ein bisschen weiter fortsetzt. Das Wetter meint es gut mit uns. Und dass wir heute hier sind, ist nun mehr als notwendig in der jetzigen politischen Situation. Und ich brauche hier nicht viel zu sagen. Ich kann das wiederholen, auf was ich gucken kann. Herr Gauck, diese Bundesregierung ist auf Kriegskurs. Und wir wollen uns dem hier und heute und in Zukunft verstärkt und immer wieder und mit immer mehr Menschen in den Weg stellen. Deswegen sind wir heute in Berlin, in Heidelberg, in Hamburg, waren wir gestern in München und in Leipzig. Wir wollen Frieden, wir wollen Abrüstung, Nein zu Krieg, das ist unser Motto. Deswegen sind wir heute und hier auf der Straße und demonstrieren am 13. Dezember im Friedenswinter für den Frieden. Und liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich möchte zu Beginn einen kurzen Text verlesen, der so etwas wie unser gemeinsames Selbstverständnis zum Ausdruck bringen sollte, der deutlich macht, warum wir hier trotz aller Widerstände und trotz aller Angriffe auf uns sind. Und dieser Text lautet folgendermaßen: Unsere Demonstration ist antifaschistisch, ohne Wenn und Aber. Wir stehen in der Tradition des Schwurs von Buchenwald: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir lehnen jede Form des Rechtsradikalismus ab. Wir arbeiten mit Rechtsradikalen nicht zusammen. Wir demonstrieren hier gegen Krieg und Faschismus, gegen drohende Kriegsgefahr. Wir wollen keinen Rassismus in unserem Land, gleichgültig in welcher Form. Wir sind empört darüber, was sich auf den Straßen Deutschlands schon wieder abspielt. Wir sind empört darüber, dass schon wieder Häuser abgefackelt werden. Wir sind empört darüber, dass eine sächsische Landesregierung mit einer Rassistenorganisation, dem PDIGA-Bündnis, kooptiert. Unsere klare Ansage lautet, die nicht in unserem Namen. Wir wollen mit allen Menschen in diesem Lande, gerade mit den Ärmsten der Armen, die zu uns kommen, zusammenleben und zusammenarbeiten. Solidarität ist unser Trumpf. Solidarität, dafür stehen wir. Lasst es mich in einem Satz ganz deutlich sagen. Wir sagen Nein zu Antisemitismus, neuen rechten Reichsbürgern, Rassismus, Nationalismus und Faschismus. Wir sind für den Frieden. Deswegen demonstrieren wir an diesem 13.12. hier. Und deswegen freue ich mich, dass ihr alle zu uns gekommen seid. Herzlichen Dank und ich wünsche uns eine große, erfolgreiche Demonstration. Lea, du hast das Wort. Thank you.
Als nächstes darf ich euch ein Grußwort von Daniela Dahn ankündigen, einer Journalistin, Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin, gelesen von Frau Margarete Steinhäuser. Liebe Friedensfreunde, wir müssen nicht in allem einig sein, aber über einen Punkt gibt es wohl keinerlei Meinungsverschiedenheit. Der Frieden in Europa ist bedroht wie seit einer Generation nicht mehr. Mahnung und Protest finden zum Auftakt des dringend benötigten Friedenswinters erstmalig vor dem Schloss Bellevue statt. Der Amtssitz des Bundespräsidenten zieht berechtigt Unwillen auf sich. Sein derzeitiger Hausherr propagiert einen wertebasierten Sicherheitsbegriff, der militärisches Eingreifen jenseits von Verteidigung einer moralischen Wertsteigerung unterzieht. Die 2/3 der Bürger, die Auslandseinsätze ablehnen, werden des bequemen Wegsehens verdächtigt, während der Staatsoberhaupt leidet, weil, Zitat, nicht überall dort eingegriffen wird, wo es zum Schutz von Leib und Leben bedrohter Menschen geboten wäre. Zitat Ende. Überall dort also. Leider ist kein einziger Fall bekannt, in dem das militärische Eingreifen der NATO nicht tausendfach mehr Menschenleben gekostet hat, als zu schützen vorgegeben wurde. Kein einziger Fall, in dem Gewalt tatsächlich Sicherheit gebracht hat und nicht noch mehr Gewalt. Kein einziger Fall, in dem alle Voraussetzungen der UN-Charta erfüllt gewesen wären. Aber ein kritisches Wort zu den NATO-Kriegen erwartet man vom Politiker und Theologen Gauck vergeblich. Ebenso wie eine Kritik am internationalen Waffenhandel, dessen Profit höher ist als das Einkommen der Hälfte der Weltbevölkerung. Stattdessen beklagte er in seiner Münchner Rede, dass wir Deutschen uns die finanzielle Auszehrung der NATO nicht entgegenwerfen. Wie bitte? Die NATO hat einen Jahresetat von rund einer Billion Dollar. Ein Zehntel davon würde reichen, um Armut, Hunger, Krankheiten und Klimakatastrophen zu bekämpfen. Also all das, was die Auszehrung der Menschheit vorantreibt. Menschenrechtsverteidiger dürfen nicht abseits stehen, dieses Unrecht immer wieder bewusst zu machen. Unsere Freiheit wird am Humanen verteidigt, nicht am Hingekuschten, diesem Machtkampf um Energie und Einfluss. Durchschaut doch jeder. Wir leiden nicht an geistiger Auszehrung. Den Bundespräsidenten treibt dagegen die Angst um, Deutschland könne wegen seiner gelegentlichen militärischen Zurückhaltung als Drückeberger der Weltgemeinschaft angesehen werden. Der Bundespräsident sollte Thomas Mann verstehen lernen, der gesagt hat, Krieg
ist nichts als Drückebergerei vor den Aufgaben des Friedens. Zu den Aufgaben des Friedens gehört nicht der von außen beförderte Sturz demokratisch gewählter Präsidenten. Krieg ist die exzessivste Form von Terrorismus. Er ist seit 1929 für alle Zeiten völkerrechtlich geächtet. Krieg sollte kein Werkzeug der Politik mehr sein. Die wichtigsten Unterzeichnerstaaten haben sich nicht daran gehalten. Verantwortlich handeln heißt auch, nach dem Anteil des Westens an den Ursachen für Terrorismus und Bürgerkrieg zu fragen, nämlich nach Gewalt, Ausbeutung und unfairem Handel. Verantwortung übernehmen heißt, die ständig wachsende soziale Kluft abbauen helfen. Ungleichheit leistet gesellschaftlichem Unfrieden und rechtem Gedankengut Vorschub. Verantwortung übernehmen heißt, nicht zuzulassen, dass die derart entstandene Missstimmung auf Sündenböcke umgeleitet wird. Dämonisierung, Feindbilder, Kriegshetze, all das widerspricht der Aufklärung, auf die der Westen zu Recht so stolz ist. Aufklärung besteht auf das friedliche Zusammenleben der Völker und Religionen. Fanatismus mit Bomben zu bekämpfen, ist wie Feuer mit Benzin zu löschen. Verantwortung übernehmen heißt, keine Konflikte zu schüren. Wer Terroristen wie eigene Söldner aufpäppelt, kann nicht davon ausgehen, die Kontrolle über sie behalten zu können. Teile und herrsche ist verantwortungslos. Keine Freiheit ohne Frieden. Wir wollen frei sein von rhetorischer Mobilmachung, frei von Lügen und einschüchternder Überwachung, frei von unkritischen Bündnissen mit Folterstaaten, frei von Existenzangst, frei von Kriegsangst. Übernehmen Sie Schutzverantwortung, Herr Bundespräsident. Es muss ja nicht so weit gehen, dass Sie in der Weihnachtszeit Ihr vom Steuerzahler geborgtes Schloss für die in unserem reichen Land lebensunwürdig zusammengepferchten Flüchtlinge öffnen. Doch in einem haben Sie ja recht. Unser Parlament hat viel über Mandate für Auslandseinsätze geredet, aber wenig über grundsätzliche Strategien für Außen- und Sicherheitspolitik. Die Frage von Krieg und Frieden ist zu wichtig, um sie den Eliten zu überlassen. Die Debatte gehört ins Parlament und in die Gesellschaft und auch in die Friedensbewegung. Frieden muss gestiftet werden. Daniela Dahn. Und ich verlese ein zweites Grußwort, das mache ich jetzt ganz kurz, von Michael Müller, Vorsitzender der Naturfreunde Deutschlands, ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium von Umwelt und langjähriger sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter. Michael Müller, der gerne heute hier gewesen wäre, der aber eine andere Veranstaltung schon zugesagt hat vor langer Zeit, schreibt uns: Im Namen des Bundesvorstandes der Naturfreunde-Jugend, der Naturfreunde Deutschland, sende ich solidarische Grüße an den Friedenswinter. In einer Welt,
auch in einem Europa, wo die alten Fronten wieder aufbrechen und die Kriegsrhetorik erschreckend zunimmt, ist euer und unser Einsatz für Frieden, Versöhnung und Zusammenarbeit, für Abrüstung und Entmilitarisierung unverändert wichtig. Denn erneut breiten sich Kriege aus und sie erreichen auch Europa. Die Naturfreunde, deren Mitglied Georg Elser vor 75 Jahren am 8. November 1939 mit dem Attentat auf Hitler den Krieg verhindern wollte, danken wir euch für euer Engagement. Europa braucht eine neue Friedensbewegung. Und er fährt fort. Was treibt die NATO mit ihrer impertinenten Aufrüstungspolitik? Wir können nur mit Hermann Hesse sagen, nicht solche Töne. Der Friedenswinter ist das Gegenteil der Geschichtslosigkeit. Wir kritisieren, dass die Bundesregierung unfähig ist zu trauern. Fast nicht zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, fast nicht zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Wer die Geschichte nicht kennt, kann auch die heutigen Konflikte nicht erklären. Deshalb ist eure Arbeit auch Aufklärung für eine menschliche Welt. Danke und viel Erfolg, Michael Müller. Ja, hallo alle zusammen. Liebe Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, ich überbringe euch solidarische und friedensbewegte Grüße aus Leipzig. Auch dort gibt es eine Friedensbewegung. Auch dort waren wir diese Woche auf der Straße. Auch wenn es keine Massen waren, wir waren 300 Leute, immerhin. Und wir werden auch im nächsten Jahr auf die Straße gehen, gegen diese Kriegspolitik. Applaus. 2014 ist das Jahr, in dem der Beginn des Ersten Weltkriegs sich zum 100. Mal jährt. 2014 ist das Jahr, in dem sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal jährt. Gedenken, das heißt vor allem erinnern, Ursachen suchen, Lehren ziehen und Konsequenzen für die Zukunft daraus abzuleiten. Leider scheint das nicht die Einsicht aller in diesem Land zu sein. 2014 ist leider auch ein Jahr, in dem wir eine neue Dimension der Kriegsrhetorik erleben. Seit Monaten wird Stimmung für Aufrüstung und Krieg gemacht. Diese Kriegsfront reicht von Bundespräsident und Regierung über die Grünen mittlerweile sogar bis in die Linkspartei hinein. Diese Parallelen zu 1914 sind erschreckend. Dem darf nicht unwidersprochen bleiben. Deswegen sind wir heute hier. Wir sagen Nein zum Krieg und zu dieser unausstehlichen Propaganda. Kapitalismus und Krieg, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Solange das Kapital herrscht, werden Rüstung und Krieg nicht aufhören, sprach Rosa Luxemburg 1913. Ein Jahr später tobte der Krieg. Damals wie heute stehen nationale und internationale Monopole im erbitterten Konkurrenzkampf um Absatzmärkte, Konkurrenzkämpfe zur Gewinnung von Rohstoffen, zur Erreichung von Maximalprofit. Die Rüstungsproduktion und deren Export ist heute, genau wie vor Beginn der Weltkriege, wieder zum lukrativsten Geschäft des Industrie- und Bankenkapitals geworden. Die Bundesrepublik ist seit Jahren auf Platz 3 beim weltweiten Export von Waffen. Völkerrechtliche Normen, elementare Menschenrechte werden mit Leichtigkeit außer Kraft gesetzt, wenn es um Macht und Profit geht. Wir fordern keine Waffenexporte und Abriss der Produktionsstätten von Rüstungsgütern hierzulande. Wir sagen, Waffen schaffen keinen Frieden. Die Bundeswehr ist heute eine weltweit agierende Interventionsarmee zur Durchsetzung von Kapitalinteressen. Soldaten der Bundeswehr sind heute im Einsatz in Afghanistan, im Kosovo, in Somalia, am Horn von Afrika, im Libanon, in der Westsahara, in Uganda, im Senegal, im Kongo, im Sudan, in Mali, in der Türkei, im Irak und demnächst, wie wir in den Medien vor kurzem lesen durften, als Speerspitze der NATO beim Feldzug gegen Russland. Wir sagen Nein zu dieser Kriegspolitik, für die Beendigung aller Auslandseinsätze und für den Austritt aus dem NATO-Kriegsbündnis.
Angesichts dieser weltweiten Kriege und angesichts des militaristischen Tons in der deutschen Politik ist eine starke Friedensbewegung unentbehrlich. Wir sind heute nicht wenige, aber wir werden noch sehr, sehr viel mehr werden. Nach jedem Winter kommt ein Frühling. Dieser Friedenswinter wird der Vorbote für einen Frühling der Friedensbewegung sein. Lasst uns die heutigen Proteste als Anfang verstehen. Lasst uns die heutigen Proteste als Anfang für ein kommendes Jahr des gemeinsamen Widerstands verstehen. Abrüstung statt Aufrüstung ist der Weg. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Mike Nagler. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Anfang. Wir können jetzt schon sagen, dass wir jetzt schon mehr als 2500 Menschen auf diesem Platz sind. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, erklärte die erste Vollversammlung des Weltkirchenrates 1947 in Amsterdam, noch unter dem Eindruck der Grauen des Zweiten Weltkrieges. Im Frühjahr 1989 haben sich die christlichen Kirchen der ehemaligen DDR im Hinblick auf die drängenden Weltprobleme gemeinsam ausgesprochen für eine vorrangige Option für die Armen, für eine vorrangige Option für Gewaltfreiheit und für eine vorrangige Option für den Schutz und die Förderung des Lebens. Gegenwärtig wird in der internationalen Ökumene das Konzept eines gerechten Friedens diskutiert. Die Einsicht hat sich durchgesetzt, dass ohne gerechte Teilhabe kein Frieden möglich ist. Wenn die Näherinnen in Bangladesch gezwungen sind, für 15 Cent in der Stunde zu arbeiten, wenn Bauern und Hirten, vor allem in Afrika und Lateinamerika, in großem Stil von ihrem Land vertrieben werden, wenn mit Brot, Getreide von den Banken spekuliert wird und die Preise dafür steigen, sodass der Hunger wächst, dann ist kein Friede. Papst Franziskus spricht angesichts der 1 Milliarde Hungernden schon jetzt vom Dritten Weltkrieg. Vor einigen Tagen sagte er Vertretern von Basisbewegungen, die er aus der ganzen Welt in den Vatikan eingeladen hatte, dies. Ich zitiere Franziskus. Es gibt Wirtschaftssysteme, die, um überleben zu können, Krieg führen müssen. Also produzieren sie und verkaufen Waffen. So werden die Bilanzen jener Wirtschaftssysteme saniert, die den Menschen zu Füßen des Götzen Geld opfern. Man denkt weder an die hungernden Kinder in den Flüchtlingslagern, noch an die Zwangsumsiedlungen, noch an die zerstörten Wohnungen. Wie viel Leid, wie viel Schmerz. Er sprach davon, dass dieses Wirtschaftssystem nicht mehr zu ertragen sei und dass es darauf ankommt, alternative gesellschaftliche Strukturen zu errichten. Er fügte hinzu, das müssen wir tun, mit Mut und auch mit Intelligenz, hartnäckig, aber ohne Fanatismus, leidenschaftlich, aber ohne Gewalt und gemeinsam. Die Konflikte im Blick, ohne sich in ihnen zu verfangen, immer darauf bedacht, Konflikte zu lösen, um eine höhere Stufe von Einheit, Frieden und Gerechtigkeit zu erreichen. Soweit Papst Franziskus.
der aktive Pazifismus, den er hier anspricht, ist auch unser Leitbild. Aktiver Pazifismus begnügt sich nicht damit zu sagen, ohne mich. Und zum Beispiel den Waffendienst abzulehnen. Das ist ein wichtiger Schritt, aber nur der erste Schritt. Aktiver Pazifismus geht weiter und zielt darauf, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Ein gutes Beispiel dafür ist der zivile Friedensdienst, den es in unserem Land seit 15 Jahren gibt. Da werden Menschen zu Friedensfachkräften ausgebildet und befähigt, an gewaltfreien Konfliktlösungen mitzuarbeiten. Deutsche Friedensfachkräfte sind derzeit in über 50 Ländern der Welt tätig. Das ist eine echte Alternative zu militärischer Gewalt. Aber wenn ich mich umhöre, weiß kaum jemand etwas davon. Wir alle können dazu beitragen, den zivilen Friedensdienst in unser öffentliches Bewusstsein zu bringen. Das könnte ein wirklicher deutscher Exportschlager werden. Sein Etat ist bei den letzten Haushaltsberatungen im Bundestag um 5 Millionen Euro erhöht worden. Das war schon ein wichtiger Schritt, um der Forderung der Friedensbewegung näher zu kommen, 20 Millionen mehr vom Militär für den zivilen Friedensdienst. Wenn wir jetzt zum Schloss Bellevue gehen, möchte ich euch einige Sätze von Johannes Rau mit auf den Weg geben. 3 Tage nach dem 11. September 2001, also in einer hochbrisanten Situation, sagte er in einer großen Rede vor dem Brandenburger Tor zu einer unüberschaubaren Menschenmenge. Ich erinnere mich an den Beifall, den er dafür bekam, als er am Schluss seiner Rede dies sagte: Armut und Ausbeutung, Elend und Rechtlosigkeit lassen Menschen verzweifeln. Die Missachtung religiöser Gefühle und kultureller Traditionen nimmt Menschen Hoffnung und Würde. Das verführt zu Gewalt und Terror. Das sät Hass schon in den Herzen der Kinder. Alle Menschen haben das Recht auf Anerkennung und Würde. Wer in seinem Leben Anerkennung erfährt, wird sein Leben nicht wegwerfen wollen. Wer in Würde und Zuversicht lebt, aus dem wird kaum ein Selbstmordattentäter werden. Der beste Schutz gegen Terror, Gewalt und Krieg ist eine gerechte internationale Ordnung. Die Frucht der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Das ist mühsam. Das dauert lange. Das kostet nicht nur Zeit. Aber eine friedlichere, eine sichere Welt muss uns das wert sein. Für uns und für unsere Kinder. Dankeschön. Des Lebens im Namen unserer Kinder und der Kinder, die noch nicht geboren sind. Lasst alles uns tun, dass der Frieden uns bleibt, dass das Leben uns nicht vor der Zeit verrinnt. Liebe deinen Nächsten, den Menschen neben dir, Ehrfurcht vor dem Leben,
vor Pflanze, Baum und Tier. Für die Kinder diese Erde, jenseits von Krieg und Leid. Ihr Lachen soll erklingen, weltenweit. Im Namen des Lebens, im Namen unserer Kinder und der Kinder, die noch nicht geboren sind. Lasst alles uns tun, dass der Frieden uns bleibt, dass das Leben uns nicht vor der Zeit verrinnt. So lasst uns Brücken bauen über die Grenzen weit, Brücken unserer Hoffnung, Brücken der Menschlichkeit, dass Friede sicher werde, der tief in uns beginnt. Und Menschen aller Sprachen Brüder sind. Im Namen des Lebens, im Namen unserer Kinder und der Kinder, die noch nicht geboren sind. Lasst alles uns tun, dass der Frieden uns bleibt, dass das Leben uns nicht vor der Zeit verrinnt. Im Namen des Lebens, im Namen unserer Kinder und der Kinder, die noch nicht geboren sind. Lasst alles uns tun, dass der Frieden uns bleibt, dass das Leben uns nicht vor der Zeit verrinnt, dass das Leben uns nicht vor der Zeit verrinnt. Und sie haben versucht, über uns zu lügen, und sie werden unterstützt sogar von Mitgliedern der Partei Die Linke in dieser Stadt, die meinten, das wäre eine rückwärtsgewandte, reaktionäre Veranstaltung. Da kann ich nur sagen, eure Lügen glaubt keiner mehr. Wir sind hier, wir sind stark für den Frieden, und zwar alle gemeinsam. Und ich begrüße hier viele Mitglieder der Partei Die Linke, viele Mitglieder aus dem Bundestag. Herzlich willkommen in die Friedensbewegung. Schön, dass ihr gemeutert seid. Schön, dass ihr nicht gehört habt, was irgendwelche NATO-Thinktanker in eurer Partei über uns erzählt haben. Wir kommen zusammen, weil die Friedensbewegung allen gehört, die für eine friedliche, gerechte und freie Gesellschaft sind. Jawohl! Und wir sind heute hier mit einem besonderen Ziel, wo wir hinlaufen. Das ist der Bundespräsident, Herr Gauck. Dieser Gauck, der die deutsche Bevölkerung repräsentieren soll, hat sich in den letzten Wochen und Monaten hervorgetan als ein Kriegsrhetoriker, als jemand, der jede Gelegenheit nutzt, um mehr deutsche Verantwortung in alle Welt zu fordern. Der sich nicht zu schade ist, am 1. September, am Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, wo die deutsche Wehrmacht unter der Führung der Nazis Polen und dann Russland überfallen hat, über 20 Millionen Opfer dieses Land, die Russland, ertragen musste unter der Wehrmacht. Und da stellt sich ein deutscher Präsident an diesem Tag hin und hat nichts Besseres zu tun, um eine aggressive Rede gegen Russland zu halten. Das ist beschämend. Ist nicht aufzuhalten. Sie haben alles versucht. Sie haben versucht, uns zu spalten. Und ich sage euch eins, ich bin hier oben. Ich sehe immer noch nicht das Ende der Demonstration. Wir sind heute Tausende hier in Berlin auf der Straße. Schön, dass ihr hier seid. Ihr seid die neue Friedensbewegung. Und wisst ihr, jeder einzelne von euch ist so wichtig in diesen Tagen. Jeder einzelne von euch gibt unzähligen anderen Mut. Jeder einzelne von euch ist das Zeichen der Hoffnung. Jeder einzelne von euch gibt vielen anderen, die unsicher sind, die auch merken, dass diese Politik nicht richtig ist. Ihr gebt unzähligen anderen Menschen Mut, Nein zu sagen,
zu dieser Politik des Krieges, zu dieser Politik des Ungerechtigkeit. Und das Besondere an unserer Demonstration ist, dass wir heute eine neue Koalition schmieden. Sie haben versucht, die NATO-Redakteure in Zeitungen, die Politiker von Atlantikbrücke, sie haben versucht, uns zu spalten. Sie haben versucht, die ältere, traditionelle Friedensbewegung zu trennen von einer neuen Generation von Friedensaktivisten, die in den Mahnwachen auf die Straße gegangen sind. Und heute bringen wir diesen Versuch, uns zu spalten, zum Scheitern. Heute zeigen wir, die Friedensbewegung ist vereint und marschiert zusammen für den Frieden. Und wir sind auch eine Bewegung für ein gerechteres Wirtschaftssystem. Weil wir nicht mehr zugucken wollen, weil wir die Macht dieser Konzerne und dieser Finanzmärkte brechen wollen. Wir sind für die gleichen Rechte für alle. Wir wollen den Frieden und zwar global. Wir wollen gleiche Rechte für alle Menschen und zwar global. Danke, dass ihr hier seid. Wir machen weiter in diesem Frieden auch im nächsten Jahr. Wir sehen uns wieder. Close your eyes anymore. Live in the same routine. Oh no, no, no. You don't recognize. Gotta realize that you're hypnotized by TV and all the other lies. Don't wanna see you abused. But the news you did wrong and that you did so strong. No, 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 no. Und ich bin wirklich baff gewesen. Deswegen sollt ihr den auch hören. Schön, dass du da bist, Leid. Hallo Berlin. Hallo. Mal lauter. Zu oft sehe ich Menschen, die auf Krieg flehen. Und zu oft sehe ich Länder, die in Krieg ziehen. Zu oft sehe ich Waffengewalt. Und so oft hörte man sich schon reden, schaffen geballt. Doch bessere Zeiten sah ich bis jetzt nur kaum. Eher Menschen, die entscheiden, lieber wegzuschauen. Es ist eine traurige Welt, Leute immer nur fixiert auf Rum und aus auf das Geld. Also glaub an dich selbst, Bruder, und kämpf dafür, dass Frieden in seinem Leben einmal jeder Mensch verspürt. Komm hier, Dreamer, ein Belieber, doch lieber bin ich nie wieder. Wie jeder schreibt meine Lieder und will euch ein Stückchen mitnehmen. In der Zeit ohne Krieg scheint es weit für ein Ziel, nein, wir müssen nur den ersten Schritt gehen. Es scheint, als gäbe es und die Welt schaut weiter zu. Man lässt Krieg sein, auf die Prinzipien auf, doch wir haben nur einen Versuch. Kein Tabu, und die Welt schaut weiter zu. Man lässt Krieg sein, auf die Prinzipien auf, doch wir haben nur einen Versuch. Kein Tabu, und die Welt schaut weiter zu. Man lässt Krieg sein, auf die Prinzipien auf, doch wir haben nur einen Versuch. Und du glaubst, du musst Kummer leiden,
Dabei schläft eine Milliarde Menschen tagtäglich mit Hunger ein. Diese Welt hier wird krank geführt. So werden heute statt Regen lieber Tanks geführt. Hallo Berlin! Ich möchte ganz herzlich die Presse begrüßen hier in der Hauptstadt. Dass es in diesem Land so aussieht, wie es aussieht, haben wir auch der Presse, der embeddeten Presse zu verdanken. Und was wir brauchen, ist eine Exit-Strategie für embeddete Pressejournalisten. Das ist das, was wir brauchen. Deswegen kann ich nur den Kollegen, ich habe es heute schon mal gesagt, auch Herr Spiegel ist ja auch wieder heute hier, ich biete den Kollegen von Spiegel einen Arbeitsplatz bei KenFM für 2015. Weil der Spiegel entlässt Leute, sogar sein eigener Chefredakteur, KenFM stellt ja auch ein, dank eurer Crowdfinanzierung, wir müssen diesen Journalisten die Dinge berichten müssen, die sie selber nicht glauben, wir müssen sie in die Hand nehmen, wir müssen sie an die Wand kleben, denn das sind ja eigentlich ganz nette Kollegen, sie müssen nur diese Scheiße abliefern, um ihre Brötchen weiter zu finanzieren. Also sind unsere Freunde ein Riesenapplaus für auch für die embeddeten Journalisten, Freunde. Also auf gar keinen Fall das tun, was viele denken, was sie tun sollten, nicht reflexartig reagieren. Ich mache das immer so, ich beantworte, wenn ich solche Berichte über mich selber lese, das immer mit einer persönlichen E-Mail und lege ein Buch bei von Arno Grün, der Fremde in uns, Freunde. Das einfach lesen, ja? Denn das, was sie da machen, das ist ja eine Form von Krankheit. Und das ist die erste Demonstration vor Schloss Bellevue, seit diese Republik besteht. Und dafür bin ich euch sehr dankbar, denn dieser Mann da in diesem Schloss Bellevue, ich sage nur Schloss Bellevue, ich lege keinen Wert auf meine zweite Amtszeit, der soll nach Hause gehen. Der kanzelt euch ab, dieser Mann, ja? Der ist wirklich brandgefährlich und deswegen sage ich, hey, geh mal in dich, ja? Als Gottesmann und nimm dir nur ein Gebot raus und erkenne, dass das nicht relativ gemeint ist. Da steht nämlich, du sollst nicht töten! Du sollst nicht töten! Du sollst nicht töten! Du sollst nicht töten! Das ist nicht relativ gemeint, da steht nicht, du sollst nicht töten, außer in Ausnahmezwecken in 2000 Jahren, wenn der Russe kommt. Das sollst du nie tun. Und ein Spruch, den ich gelesen habe, den ich unterschreiben möchte. In einer Demokratie verlässt ein Soldat sein Land nur in Zivil. Vielen Dank. Peace. Und Frieden ist nicht rechts. Frieden ist nicht links, Frieden ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn, Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Und jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Massenpsychologie aus den Gedankenfabriken, wenn sie an manipulativen Taktiken schmieden, sie zielen auf unser Denken, unterschwellig umzulenken. Was wir von dem Russen denken, was für ein Quatsch, Mann, das sind 140 Millionen Leute, genau so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten scheinen ein, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen, es zählen nicht Mütter, die laut schrien, sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist toll. Wir sitzen im selben Boot wie bei der Revolution. Hebt eure Hände hoch, Peace! Dafür reden, dafür stehen wir, Peace! Keine Forderung, es leben wir, Peace! Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon, schreit so laut, dass Moskau uns hört! Peace! Peace! Schreit so laut, dass man uns auch bis Washington hört! Peace!